Evil Dead ist nicht nur ein sehr bekannter Horrorfilm, sondern auch der Name einer amerikanischen Thrash-Metal-Band. Die haben am Freitag ihr neues Album Toxic Grace veröffentlicht. Und das nur 4 Jahre nach der letzten Veröffentlichung. Dementsprechend spannt die Frage, was kann das Album? Und das erfahrt ihr gleich. Und damit herzlich willkommen bei Rockzone Records. Mein Name ist Clemens. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert jetzt diesen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft auch kein Video mehr verpasst. Die Band Evil Dead gibt es bereits seit 1987. 92 haben sie sich dann aufgelöst, 2009 neu gegründet, aber erst 2020 das Album United States of Anarchy veröffentlicht. Dazu habe ich auch eine Review gemacht, verlinke ich euch nachher. Hab die CD nicht gefunden. Irgendwo ist sie hinter mir in dem Regal, aber egal. Es geht ja um die neue Scheibe. Die ist jetzt am Freitag erschienen, heißt Toxic Grace und hat insgesamt 9 Songs zu bieten. Ich habe mir auch diese Scheibe wieder hier im CD Digipack geholt. Finde das Cover ein bisschen zu plump. Ist zwar typisch Thrash Metal, spricht mich aber nicht ganz so an wie das Cover der anderen Scheibe. Und im Booklet muss ich sagen, wieder nichts Verwerfliches vorzufinden. Es sind alle Lyrics drin, gut lesbar. Und das Ganze ist eben untermalt mit ja, noch ein paar Bandfotos und allem, was man eben von so einer CD erwartet. Trotzdem, wie gesagt, ein paar Punkte Abzug fürs Cover. 5 von 10 Punkten habe ich dafür das Layout vergeben. Beim Sound ist die Band speziell, finde ich, weil sie sehr roh klingt, nicht so glatt poliert wie viele andere moderne Metal-Produktionen. Das finde ich cool. Gerade der Gesang macht es bei dieser Band sehr, sehr besonders. Von daher beim Sound 7 von 10 Punkten. Ich finde, der Mut, das Ganze so oldschool klingen zu lassen, muss auch mit Punkten belohnt werden. Dann kommen wir zu den Songs. Wie gesagt, 9 Stück sind es an der Zahl. Einer davon, der vorletzte, ist ein Instrumentalstück. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein wenig enttäuscht bin von der Scheibe, weil ja, es sind gute Ansätze da und ja, das ein oder andere Riff ist auch nett, aber es wird einfach zu wenig draus gemacht. Es bleiben viel zu wenig Passagen und Refrains hängen. Es gibt keine Ohrwürmer. Das Ganze ist manchmal richtig gut aufgebaut. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Bei Song Nummer 7, ich muss mal kurz gucken, Poetic Omen, der hat ein geiles Main Riff, der steigt schön ein und dann, ja, dudelt der so ein bisschen vor sich hin. Der stärkste Track ist Song Nummer 3, Raising Fresh Hell. Der hat auch so einen schönen Thrash Metal Text und da geht wirklich alles in einen Guss rüber. Das ist schön treibend, groovig. Es wird hier ein bisschen mit Tempo experimentiert. Es gibt so ein paar Ausflüge in auch mal ein Blast Beat oder eine Double Bass, aber insgesamt viel zu wenig catchy, um halt wirklich zu begeistern. Zumindest geht es mir so. Von daher habe ich für die Songs nur 5 von 10 Punkten gegeben. Naja, und beim Hörspaß, wie gesagt, es ist eine Oldschool-Thrash-Platte und es ist nett. Ja, man kann es sich anhören. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie vor Schreck alles fallen lässt und das ausmacht. So nicht. 6 Punkte beim Hörspaß mit ganz viel Auge zudrücken. Insgesamt 5,5 Punkte für die Scheibe Toxic Grace von Evil Dead. Und ich hoffe, dass es dann in spätestens 4 Jahren wieder richtig gutes Material von den Jungs gibt, denn sie können es auf jeden Fall. Jo, was sagt ihr denn zu der Scheibe Toxic Grace von Evil Dead? Findet ihr die Scheibe genauso belanglos wie ich oder seid ihr begeistert? Überzeugt mich gerne in den Kommentaren. Checkt auf jeden Fall auch mal meine anderen Reviews aus, ganz frisch hier zu Kerry King und auch der Vorgängerscheibe von Evil Dead. Ansonsten lasst euch nicht ärgern, habt euch wohl und bis bald. Danke.